Willkommen! Ich erkläre euch, wie sich die Außenpolitik unter Wilhelm II. Verändert. Um zu wissen, was sie verändert hat, erzähle ich euch, wie die Außenpolitik vorher unter Reichskanzler Otto von Bismarck war. Otto von Bismarck regierte von 1871 bis 1890 und wollte durch seine Bündnisse den Frieden sichern und verhindern, von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen zu werden. Stand 1887 ist das Deutsche Reich mit Österreich, Ungarn und Italien im Dreibund verbündet, um bei einem russischen Angriff besser vorbereitet zu sein. Mit Großbritannien pflegt Otto von Bismarck freundliche Beziehungen und weil der Dreikaiserbund mit Österreich, Ungarn und Russland nicht verlängert wurde, hat Otto von Bismarck einen Rückversicherungsvertrag mit Russland beschlossen, dass sie einander nicht angreifen. Durch Bündnisse hat Otto von Bismarck es geschafft, Frankreich zu isolieren und das Deutsche Reich stabil zu positionieren. Wilhelm II. Wird 1888 zum Kaiser und verändert die Außenpolitik dramatisch, da er auch strebt, so viele Kolonien wie möglich zu erwerben. Der Kaiser entlässt 1890 Otto von Bismarck und verlängert den Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht, sodass Russland sich an Frankreich wendet und in 1892 ein Militärabkommen abschließt. Die deutsche Flotte wird auf Befehl des Kaisers aufgerüstet, was Großbritannien verärgert und Misstrauen erweckt. Zur Lösung eines Interessenkonflikts in den Kolonien schließen Frankreich und Großbritannien die Entente Cordiale, was auch ein informelles Bündnis bedeutet. 1907 tretet Russland dem Abkommen bei und es wird zur Triple Entente. Also besteht ein Bündnis zwischen Frankreich, Großbritannien und Russland. Hiermit steht das Deutsche Reich mit Österreich, Ungarn und Italien isoliert und umzingelt von der Triple Entente. Schließlich annektiert Österreich Bosnien-Herzegowina und Serbien, das mit Russland verbündet ist. Also liegt das Kaiserreich in einer äußerst angespannten Lage in Europa.